Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier in der Trameson World. Heute in der BR 100, was ist denn das jetzt hier? 155, ne? 155, genau. Wir fahren heute wir sind in Fintrop und wir fahren Kohle zum Kohlebergwerk oder was auch immer, zum Kraftwerk oder wo auch immer hin. Ich habe in diese Lok noch keine Einführung, aber der wird mir wohl helfen. So, erstmal schön auf der falschen Seite eingestiegen. Einmal gerade hier rüber. So. Batterie an. Sollen wir noch anmachen? Pressor an. Was auf automatisch. So. Bin zwar mit der Lok schon mal gefahren, aber ich habe noch keine Einweisung in diese Lok. So, Wahlhebel ist vorne. Trafo auf. Ah ne. Stromabnehmer. Eben. Mal gemacht. Nochmal. Eben. Darauf an. Stromabnehmer. Eben. Auch gemacht. Fließen. Auch gemacht. Kompressor auf automatisch. Haben wir auch gemacht. Den Schlüssel umdrehen. Dass wir von hier fahren. Zielaufgabe erfüllt. Dann machen wir mal den Scheibenwischer an. Genau. Perfekt. Den ist zum Kopfleist und bereiten sich darauf vor, rückwärts auf den angrenzenden. Ja, so schnell kann ich gar nicht lesen. Wo muss ich denn hin? Hinter uns ist nichts. Bremse lösen. Ich kann aber jetzt aber geradeaus fahre. So, wir fahren. Doch, ich muss vorausfahren, genau. Stufe 2. Auch eine schöne Lok. Die haben gar kein Licht an. So. Mal extra Punkte. Genau. Jetzt fahren wir über Rot, ne? Ne. Wir durften. Geben wir mal noch ein bisschen mehr Gas. Genau, die Folge kommt jetzt ja am Sonntag und die nächste kommt dann am Dienstag, meine Freunde. Dienstag kommt eine weitere Folge hier aus der Train Sim World. So. War eh viel zu schnell mal wieder. Wollen wir noch mit 8 km/h? Ich will das schon ziemlich gut treffen auch. So. Haben wir gemacht. So, jetzt kann man natürlich, drücken Sie Tab. Fahren Sie mit ganzer Geschwindigkeit weiter. Aber jetzt halt nach hinten, ne? Ich drücke jetzt hier den Schlüssel umdrehe. Kann ich gar nicht. Müssen wir rückwärts fahren. Wollte den Schlüssel nicht drehen. Dann machen wir mal das Fenster auf. Und gucken wir mal Rangiermodus. Wo die Signale natürlich jetzt auf der anderen Seite stehen würden, ne? Ich kann jetzt auch nichts machen hier. Ich bin zu schnell schon wieder. Machen wir mal eine Außenansicht. Ich hätte jetzt gerne ja eigentlich schön gewechselt. Aber irgendwie konnte ich den Schlüssel nicht drehen. Sonst wäre ich natürlich jetzt auf die andere Seite gegangen. Und wäre dann andersrum rangefahren. Jetzt machen wir es so. Und holen hier mal unseren Zug mit Kohle ab. Wird bestimmt schön schwer sein.
Oh, ich habe übrigens jetzt ein neues Monitorkabel mir geholt. Und jetzt habe ich auch diese Schlieren nicht mehr. Einfaches Kabel, das reicht manchmal auch schon aus. So. Bremsen. So, Zielvorgabe erfüllt. Ja, den kann ich jetzt ja wohl schlecht ankuppeln, ne? Kuppeln Sie die Waggons an. Einmal hier nochmal lösen. Und nochmal lösen, dicht daran fahren. Mit 3 km/h kann man ruhig gegenbrettern. Na gut. Aber ziehen wir die Bremse mal kurz an. So. Und dann koppeln wir mal kurz die Wagen an bei dem Regen hier. Ganz easy, einfach nur mit dem Mausklick. Zack. Wie lang ist er denn? Wie viele Waggons haben wir denn? 3, 6, 9, 10 Waggons. Und wieder schnell rein hier in unsere Lok. Wo wir nass werden. So. Alles klar, Bremse lösen. Wahlhebel nach vorne. Und Abmarsch. So, das dauert natürlich jetzt erstmal, bis der hier in Gang kommt. Aber wir fahren schon. Sehr schön. Sind ja leer. Ach, dann holen wir aus dem, Kohlewerk was ab. Die leer sind. Das ist schön, ne? Sieht schon echt gut aus. Wir haben, wir bauen ja auch eine große Modelleisenbahn. Irgendwann kommt der auch nochmal ein Tagebuch zu. Wir haben auch 255 von Gützold. Einmal eine DB-Lackierung und einmal in der alten noch. Wunderschöne Loks. Wirklich wunderschöne Loks. Gut, wir geben etwas Gas. Wir haben Rot in 1,8 Kilometern. Wenn wir da sind, ist das wahrscheinlich nicht mehr rot. Wollen wir noch ein bisschen mehr Speed geben hier. Ich will 50 sogar fahren. Vielleicht 100. Ich hätte jetzt immer so gesagt, dass ich maximal 120 mit dem Güterzug fahre. Hatte ich jetzt, wenn ich im Single, also wenn ich alleine gespielt habe, jetzt ohne die Aufnahme, habe ich das auch immer gemacht. Weil 160 mit dem Güterzug war mir irgendwie alles immer ein bisschen zu viel. War mir ein bisschen unrealistisch. So, jetzt dürfen wir eigentlich 110 fahren, sondern noch warten, bis der, lange Rattenschwanz über das Signal rübergefahren ist. Und dann dürfen wir gleich 110. Ne, 100. Ja, jetzt. Kann man ein bisschen mehr Gas geben hier. Da sieht er, wie schnell er beschleunigt. Da ist auf jeden Fall leer. Das sieht man ja auch. 10 Kilometer haben wir zu fahren. So. Hier gibt es keinen Tempomaten in dieser Lok. Nicht so wie in der letzten Folge in der in dem Talent 2. Klingt aber echt gut. Und sieht auch schön aus. Und aber ohne Graffiti, das ist ja auch eher selten. War es ja leider alles zugeschmiert. So. Mal langsam hier die Fahrstufen drosseln. Das war so 93 oder so um die 90, 100 fahren. Dass es ein bisschen schneller wird, falls es bergab geht. Das ist auch in Ordnung. So, grün. Ich habe das mal ein bisschen umgestellt, wie ihr seht. Wir haben jetzt die Entfernung und das habe ich jetzt rechts im HUD stehen und nicht mehr hier direkt vor mir im Bild. Da hat man teilweise nicht gesehen, das nächste grüne Signal und dahinter war direkt eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, und da bin ich damit viel zu schnell reingebrettert. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Jetzt haben wir das alles schön aufgelistet hier an der Seite. Ja, sieht doch ganz gut aus eigentlich. So, in 2,4 Kilometern haben wir rot. Ich hätte bis jetzt immer noch kein grün-gelbes Signal. So, noch ein bisschen reduzieren. Es geht hier bergab. Nochmal auf 0, aber nicht zu schnell werden. Ja, also wenn ich bis
700 Metern noch nichts, kein grünes Signal habe, dann werde ich anhalten. Dann werde ich bremsen. So 700 Meter ist natürlich schon... Ah doch, jetzt haben wir hier gelb. Alles klar. Dann können wir anhalten. Ein bisschen bremsen. Fahrstufe ist 0. Man das geschwindigkeitstechnisch easy going. Wir brauchen sogar noch mal wieder ein bisschen lösen. Erstmal nur rollen. Jetzt ist es sogar grün. Oh, jetzt habe ich falsche Richtung gemacht. Ups, lala. Komm, Block. Enttäuscht mich jetzt nicht. Ah, es geht weiter. Es ist grün. Warum tippert denn jetzt hier schon wieder WhatsApp los? Einmal kurz hier ausmachen. Zack. Und wieder Gas geben. Nur mal gerade gucken hier, ob jetzt hier ein Zug uns... Hier ist ein Zug. Aber der fährt auf der anderen Seite. Warum hatten wir denn rot? Da hinten ist einer. Wahrscheinlich war der da am Bahnhof oder so. Ups. So. Und weiter geht's. 70 gleich nur noch. Schnell auf 0. Nochmal kurz ein bisschen bremsen. So reicht schon. Jetzt ein bisschen Gas geben. Man sieht ja mal unten schön hier über der 69. Jetzt diesen weißen Strich. Und in der Mitte ist ja dieses kleine Kästchen. Wenn das immer zentral darüber steht, dann halten wir die Geschwindigkeit und beschleunigen nicht weiter. So kann man da mit den Fahrstufen so ein bisschen spielen. Ah, hier kommt ein anderer Güterzug. Moin. Seht ihr, jetzt dürfen wir nur 70 fahren und wir haben auch genau 70 getroffen. 2,8 Kilometer haben wir schon wieder rot. Gehen wir mal ein bisschen runter, weil wir auch leicht in die Kurve gehen. Von daher reduziere ich mal noch ein bisschen mehr. Nochmal uns vorbeifahren. Sieht schon nicht schlecht aus. Und auch hier die Sicht, Ansicht ist toll. Ja, sieht doch wohl echt mega geil aus. Ist das nicht ein geiles Spiel? Also diese Ansichten hier, das ist doch ein Traum. Hier ging nochmal das HUD aus, so F1. So, nochmal einen Screenshot machen. Oder gleich mehrere. Wenn er so ein bisschen in der Kurve fährt. So, nochmal ein Screenshot. Aber das Thumbnail ja auch machen, ne? Dicht daran. Ah, da kam schon wieder. Ich will noch warten, bis das da unten weg ist, meine Brücke. Und kommt noch ein Signal. Jetzt Screenshot. Das war gut. Und wieder rein. Und F1 hat wieder an. So, wir können jetzt rein drittel schneller fahren. Ein bisschen. Da können wir auch ein bisschen schneller. 80 können wir gehen. 1,8 Kilometern müssen wir wieder runter. Von daher brauchen wir jetzt auch nicht zu viel Gas geben. Dass wir um die 80 kommen. Macht mir jetzt keinen Sinn zu beschleunigen und dann wieder Geschwindigkeit wieder zu bremsen. Wir sind wahrscheinlich eh wieder gut in der Zeit. 4,6 Kilometer sind wir da. Wahrscheinlich müssen wir dann noch ein bisschen rangieren. Ich mal stark von aus. So, jetzt geht es auch bergab hier. 0,5 Grad. Jetzt muss ich langsam sehen, dass ich so ein bisschen auch am Bremsen bin. Muss man nicht zu schnell werden. So, jetzt kommt gleich ein Tunnel. Haben wir schon wieder rot. Ich höre das eigentlich ganz gut so. Es geht ja immer noch weiter bergab. Das ist eine schöne Lok. Schön ja noch mit der alten Holzverkleidung drin. Das ist aber nur ein kleiner Tunnel. So.
dürfen wir gleich wieder. Wir dürfen jetzt ja nur 80 fahren und wir haben Geschwindigkeit genau getroffen. Können wir noch mal kurz minimal bremsen. So, da war schon wieder gelb. Ja, jetzt ist gespannt. Werde ich einen Bremsvorgang einleiten oder nicht? Ne, jetzt ist schon wieder grün. Wir sind genau in Position sozusagen. Mal alles wieder schön grün wird vor uns. Nochmal Fahrstufe 1 geben. Geht zwar noch bergab. Und Fahrstufe wieder wegnehmen. Ja, gibt doch auch Gas, ne? Nein, noch nicht wirklich. Da gibt er Gas. Fahrstufe 2. Gut, aber es funktioniert noch. Sehr schön. So, 2 Kilometer noch. Da sind wir quasi zum Ziel angekommen. Das sieht schon echt gut aus. So, ich kann sicherlich davon ausgehen, dass ich gleich zu schnell irgendwo reinbretter über eine Weiche oder sowas. Deswegen bremsen wir jetzt schon mal runter auf 60. Einmal hier durch den Bahnhof durch. Aber schön mit 50 hier nicht zu schnell werden. Einmal hier schön durch den Bahnhof durchfahren. Sieht auch gut aus. So, 900 Meter müssen wir eh anhalten jetzt. So, geht sogar geradeaus hier nur drauf. Easy. Bremskraft ist trotzdem immer noch da, wie ihr seht. Obwohl die Bremse gelöst ist. Rollen wir hier ganz entspannt hin. 30 Stundenkilometer reicht ja. Ich denke mal, dass wir das abkuppeln müssen noch. Weil das schon Aufgabe 30 Minuten. Wir sind jetzt 20 Minuten unterwegs. So viel schneller bin ich dann auch nicht. Oh ja, nicht, dass wir gleich zu früh stehen bleiben. Ein bisschen Gas geben. Aber nur noch 20 km/h. Ist ja auch wieder grün. Ach ne, wir müssen ja trotzdem anhalten. Ja, weil nicht jetzt schon stehen bleiben. Hallo, 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 hallo. Nicht stehen bleiben. Oh ne. Haben das gelöst. Anfahren. Wir sind noch 64 Meter zu früh. So, jetzt dürfen wir anhalten. Genau. So, jetzt müssen wir weiterfahren. Ja, nice. Hauptsache, wir mussten jetzt hier kurz einmal anhalten. An einem Ort anhalten. Muss ich jetzt irgendwas abkuppeln oder so? Ja, anscheinend wohl nicht. Ja, dann brettern wir wieder los. Warum auch immer ich jetzt hier anhalten musste. Also eigentlich war ja grün, das stimmt schon.
Aber es war nun eindeutig dieser Punkt da. Ich wusste jetzt nicht, ob ich da jetzt rüberbrettern kann oder nicht. Na gut, dann fahren wir mal noch weiter. 7 Kilometer haben wir noch. Gucken wir mal hier auf unseren Streckenplan. Geht alles zweigleisig weiter. Keine großartigen Kurven. Und hier müssen wir jetzt anhalten. Ja. Das ist übrigens die Strecke hier Siegen. Siegen-Flintrop oder was auch immer das, wie das genau heißt. Natürlich schön viele zu rangieren und so. Ah, wenn ich falsche Taste drücke. Oh, hier steht auch ein Zug. Beziehungsweise fährt ganz langsam. Wo man hier so hinfahren kann. Irgendwelche kleinen Gebiete. Oh, meine Geschwindigkeit. Oh. Nicht aufgepasst. Mal gerade bremsen. Wir werden nicht zu schnell werden hier, ne? Auf 0. Wieder Gas geben. Ja, jetzt fährt er wieder an. Wenn die Geschwindigkeit wieder so auf 110 kriegen. Wir dürfen sie fahren, dann können wir sie auch nutzen. Könnte ja auch mal aufhören zu regnen, ne? Wäre auch nicht schlecht. So. Dann rollen wir dahin, die letzten 4,5 Kilometer, beziehungsweise 4,9. Da kommt uns ein Regionalexpress entgegen. Gas geben, wir werden nämlich mal langsamer. 40 in 3,9 Kilometern, okay. Und in 3 Kilometern haben wir auch schon wieder gelb. Und da geht's auch wieder in den Tunnel. Aber es ist nur ein kleiner, kurzer Tunnel. Aber das Schöne ist auch, dass es im Tunnel nicht regnet. Es gibt ja so manche Spiele, da funktioniert das mit dieser Regenkollision nicht und es regnet einfach überall. Ist natürlich dann auch immer blöd. Im Prinzip können wir jetzt schon mal rollen lassen. Ja, also wenn ich 500, na, 700 Meter vorher anfange zu bremsen, auf Minimum, dann sollte das bis auf 40 runterreichen. Wahrscheinlich habe ich vorher dann da eh nochmal rot. Oder wir haben wieder Glück und können so durchhuschen. Hier blinkt jetzt schon mal 50. Und hier steht hier 40. Noch mache ich jetzt nichts. Also, ich habe in 500 Metern gelb. Okay. Hier habe ich jetzt aber grün. Ne, grün-gelb, genau. Und ab hier habe ich dann komplett gelb. Und dann werden wir mal ein bisschen anfangen zu bremsen. Damit wir schön auf 40 runterkommen. 600 Meter noch. Das sollte eigentlich reichen. Und so noch ein bisschen mehr. Oder auch ja nicht zu schnell reinrauschen. Ja, wir müssen doch ein bisschen mehr bremsen. Bisschen unterschätzt. Dann haben sie es wieder gelöst. Na, passt doch ganz gut. Wieder Gas geben hier, also nicht zu langsam werden. So, jetzt fängt er sich langsam. So.
500 Meter müssen wir schon wieder anhalten. Dann haben wir, glaube ich, unseren Endpunkt erreicht. Das wird zeitlich auch, na, noch nicht ganz. So, dann können wir da mal schön in Ruhe hinrollen. Sieht doch alles echt schön aus. So. Ah, wenn ich zu früh bremsen. Bremse ist jetzt eh schon gelöst. Wenn er gleich unter 10 kommt, dann bremst er wieder von alleine. Den brauche ich jetzt gar nicht großartig was machen. Das wird leider keine Punktlandung. Jetzt kann ich ihn schon nicht mehr aufhalten. Wenn ich jetzt Gas gebe. Er bleibt jetzt hier stehen. Leider zu früh. Gut, kann man jetzt nichts ändern. So, stellen Sie hier ab und steigen Sie aus, um andere Aufgaben anzunehmen. Eine weitere Lauflinie wird später eintreffen, um die Waggons zum Kraftwerk bringen. Na gut. Dann einmal hier auf neutral. Handbremse anziehen. Haben wir gemacht. Handbremse auf aus. Aus. Hat er das aus? Schlüssel umdrehen. Zack. Tschüss, Lok. Die hätte ich jetzt auch noch gerade hingekriegt, ne? Zack, Zielvorgabe erfüllt. Muss ich nochmal 60 Meter laufen. Durch den Regen. Aber noch schön hier abgestellt. Moin. Oh, ich habe noch innen das Licht angelassen. Na gut. Ja, warte mal. Können wir nochmal ein schönes Thumbnail machen. Ja, auch nicht schlecht hier, ne? Machen wir das nochmal gerade. Zack. Sehr schön. Mit F1 übrigens könnt ihr den HUD ausschalten, ne? Nur zur Info. Zack. Tschüss. Geschafft. Sehr gut. Ja gut. Ja, meine Freunde, dann haben wir das auf jeden Fall in Zeitvorgabe auch wieder gut geschafft. Das Spiel hatte jetzt 30 Minuten gesagt. Wir haben mit 27 Minuten oder 28 Minuten Aufnahme. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen und Abo da und würde mich sehr freuen, wenn ihr in 2 Tagen wieder einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Tschüss.